Hallo und herzlich willkommen zu diesem Vlog. Ich bin mit meiner Omi 3 Wochen in Bad Füssing und das ist in der Nähe von Österreich. Weshalb wir jetzt einfach über die Grenze laufen nach Schärdingen. Schärdingen? Schärdingen, genau. Und dann gucken wir uns die Stadt an. Viel Spaß. Schreibt mir in die Kommentare, seid ihr schon mal über eine Grenze gelaufen? Da vorne ist Neuhaus. Hier ist die Brücke. Das ist wahrscheinlich das alte Zollhaus. Und da vorne ist Schärdingen. Schärdingen. Wir befinden uns jetzt auf der alten Innenbrücke. Und da vorne, wo das Navi uns hinleiten wollte, ist die... Moment. Hier, da ist die neue Innenbrücke. Oh, aber hier ist total cool, man kann hier überall in Deutschland noch kostenlos parken und da muss man nicht eine Plakette oder irgend sowas kaufen. Ich bin noch auf deutschem Boden und jetzt bin ich auf österreichischem Boden. Ich bin nämlich genau in der Mitte zwischen Deutschland und Österreich. Mit beiden Beinen in 2 Ländern. Und guckt mal, was für eine Strömung hier ist. Also hier könnte man definitiv nicht schwimmen. Und wenn man hier einen Schlauchboot hätte, wäre man direkt wahrscheinlich untergegangen. Schon echt heftig. Ich weiß nicht, ob die Kamera das erkennt. Hier war gerade ein kleiner Strudel. Hier sind immer mal wieder kleine Strudel. Ja, falls die Kamera das nicht erkennt, da sind Strudel. Auf keinen Fall hier drin schwimmen. Denn da hinten ist eine Treppe, auf keinen Fall hier reingehen. Und hier kann man auch parken, aber hier kostet es was. Da steht auch Parkplätze gebührenpflichtig. Und wir haben uns direkt einen Stadtplan geholt und wir sind hier jetzt in Oberösterreich. So, und das werden wir jetzt alles erkunden. Hier kann man es besser erkennen. Wir sind jetzt hier in der Information. Information. Und laufen jetzt hier so lang. Das ist so ein Schlossplatz. Stadtmauer. Und dann gehen wir hier so lang. Und da irgendwie so lang, also wir gehen so wahrscheinlich irgendwie lang und dann sind wir schon wieder hier. In der Stadt. Und dann geht's nach Hause. So, und jetzt gehen wir hier den Schlosspark lang. Und hoch. 150 Stufen. 150 Stufen? Woher weißt du das denn? Wo steht das denn? Keine Ahnung, nirgends. Ach so. Stufen. Und so sieht es von hier oben aus. Und wenn ihr hier oben endlich angekommen seid, dann werdet ihr mit so einer wunderschönen Aussicht belohnt. Und nicht nur das, sondern ihr habt hier auch einen wunderschönen Park noch zu erkunden. Nicht so groß, ich meine, das ist hier ein Dorf, aber es ist echt schön für ein Dorf. Omi hat auch jetzt rausgefunden, weshalb die Inn hier so groß ist. Seht ihr da vorne das da? Das muss die, wie hieß die, dieser Fluss? Rott? Die Rott fließt in die Inn. Ja, das ist ungefähr genauso wie in Koblenz. Infokarte ist eingeblendet dort oben. In Koblenz ist ja auch dieses deutsche Eck, da fließen auch 2 Flüsse zusammen. Und man erkennt es auch gut. Und hier erkennt man es auch gut. Wir haben uns eine Kleinigkeit zum Essen mitgenommen. Yummy, yummy, yummy. Das werden wir jetzt mit diesem wunderschönen Ausblick genießen. Da drüben ist Deutschland. Da ist die neue Brücke. Und hier ist Österreich. Wow, wie tief ist das bitte? Da vorne ist erst das Wasser, Freunde. Und überlegt, da wo das Wasser ist, heißt nicht, dass es da aufhört. Ihr könnt es ja nicht mal erkennen. Egal, es ist auf jeden Fall ganz weit unten. Über 2 Rollen. Boah, stimmt, der hat 2 Rollen. Der muss richtig tief sein. Okay, Freunde, wenn ihr hier auf diesen Knopf drückt, ich drücke da jetzt nicht nochmal drauf, da hört ihr ungefähr eine 15-minütige Geschichte über das Mädchen, das in den Brunnen fiel. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und
Dieser Brunnen ist 26 Meter tief. Napoleon war übrigens auch in dieser Stadt. Und das hier ist die Maus, die uns die Geschichte erzählt hat. Super süße Maus. Und das hier ist anscheinend das ehemalige Schloss. Man hat direkt mal wieder ein Fass entdeckt und wollte auch direkt wieder in das Fass rein, nur dass wir da nicht 24 Stunden drin schlafen können. Infokarte dort oben, falls ihr das verpasst habt. Okay, das sieht gruselig aus, Oma. Oder das Dings da. Dann musst du durch die Stadt wieder. Ja, dann musstest du durch die ganze Stadt laufen. Wow. Oh, da ist eine, die hat sich aufs Boot gesetzt, da hinten. Wie süß. Oma, was machst du da schon wieder? Sieht süß aus. Ja, und wie gesagt, hier ist Österreich, dort drüben ist Deutschland. Guck mal hier, 95 war Hochwasser, 91 war da Hochwasser, blabli blub, 2002 und 2013. Ist schon ein krasser Unterschied. Was eine Wassermasse 2013. Ja. Hat ja drüber das Schloss unter Wasser gestanden. Ja, schon. Das Schloss stand unter Wasser. Aber Klimawandel gibt's ja nicht. Das ist ein Unterschied. Hier ist kein Geländer, keinerlei. Seht ihr da drüben? Oma hat nämlich gerade gesagt, boah, das gibt's bei uns in Deutschland nicht. Da wäre überall Geländer. Da ist wirklich überall Geländer. Huch! Tschüssi! Und jetzt geht's wieder zurück nach Deutschland. Wie ihr seht, ich bin hier gerade in Bad Füssing und das passt ja zu Schärdingen, denn das ist nicht weit davon entfernt. Und wie ihr wisst, ich bin hier mit meiner Omi und ich wollte einfach mal diese wunderschönen drei Postkarten, die mir Anastasia geschickt hat, wollte ich euch mal vorlesen. Florenz, Volterra und in Pisa. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Ah, doch, hier steht... Hä? Warte mal, Moment. Hier steht 3, 4, 5. Ich habe die ersten zwei nicht. Dann seht ihr das? Hier steht 3, hier steht 4 und hier steht 5. Aber mir fehlen einfach die ersten zwei. Ich lese euch trotzdem mal Teil 3 bis 5 vor. Liebe Vanessa, schöne Grüße aus Pisa oder eher gesagt aus dem Zug von Pisa nach Florenz. Denn Pisa war nur der erste Stopp auf unserer Italienreise. Ein paar Stunden lang konnte ich mir diese schöne Stadt ansehen und das Highlight war natürlich der Platz mit dem schiefen Turm und noch zwei weitere Gebäude auf der Karte zu sehen. Liebe Grüße an Anastasia. Oh, wie mega cute. Danke dir, liebe Anastasia. Voll cute. Also Teil 3, Teil 4, Teil 1 und 2 kommt demnächst dann. Schreib in die Kommentare, Anastasia, hast du die irgendwie verschieden abgeschickt oder warum ist Teil 1 und Teil 2 noch nicht da? Okay, Teil 4 aus Florenz. Hi Nessie, da bin ich wieder. Liebe Grüße aus Florenz. Demnächst ist Stopp auf unserer Reise. Wow, einfach nur wow. Diese Stadt ist so unglaublich schön. Oh, das ist ein süßer Smiley. Ich kann es dir echt nur empfehlen, hierher zu kommen, denn diese Stadt vereint Kultur und Schönheit. In den 4 Tagen, die ich hier war, habe ich so vieles erlebt und gesehen. Beispielsweise kannst du auf dem Bild oben rechts auf der Karte die Kathedrale von Florenz sehen und auf der Spitze des Doms und des Turms war ich drauf. Wow! Nun geht die Reise weiter nach Volterra, deiner Anastasia. Oh, das sieht richtig gut aus. Besonders das hier sieht so ein bisschen aus wie Venedig. Also hier diese Brücke so ein bisschen, nur dass sie halt nicht so ist. Volterra. Hi Nessie, auf ein neues. Ich bin's mal wieder. Auch unseren letzten Stopp auf unserer Reise Volterra haben wir gestern Abend erreicht, sodass wir heute den ganzen Tag Zeit hatten, Volterra zu erkunden. Die Stadt ist ziemlich klein, sodass ein Tag locker ausreicht. Locker in Caps Lock. Um alles zu sehen. Dafür ist es hier aber richtig schön ruhig. Es gibt keinen Massentourismus, was richtig angenehm ist. Morgen geht es schon wieder für mich nach Hause. Liebe Grüße nach Deutschland, deine Anastasia. Oh, mega cute. Und es hat sie mir nämlich geschrieben, die Briefmarke ist aus Deutschland. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, von was sie redet.
denn ich hatte diese Karten noch nicht bekommen gehabt. Und das hier ist aus Deutschland, die anderen beiden sind aus Italien. Ich frage mich nur, wo Teil 1 und Teil 2 abgeblieben ist. Mega, ich finde das richtig krass, dass du einfach an jedem Stopp mir eine Karte geschrieben hast. Voll cool. Pisa, da möchte ich auch unbedingt mal hin. Meine Omi war sogar schon dort. Florenz, Volterra, richtig, richtig schön. Vielen lieben Dank. Wenn auch ihr mir eine Postkarte schreiben möchtet, dann checkt doch einfach mal hier unten das hier ab. Da könnt ihr meine Adresse sehen oder unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die mir bis jetzt schon eine Postkarte geschrieben haben. Und ich lese noch ganz viele vor. Nur ich fand das gerade so mega cute, weshalb ich dieses Video kurz unterbrochen habe und diese Karten vorlesen musste. Love it. Vielen, vielen lieben Dank, Anastasia. Und ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil ich habe mein Mikro nicht dabei.